Willkommen zum Projekt. Ja, wieder kein Projekt, wieder mal ein Vlog, ein Werkstatt-Vlog. Der Arm ist irgendwie zu kurz. Wie gesagt, einiges geschafft diese Woche. Schauen wir mal, was wir geschafft haben. Wir hatten ja schon gesagt, dass ich den ersten Raum fertig habe. Da war der Boden ja jetzt schon drin verlegt worden. So, im zweiten Raum hatten wir hinten ja auch diesen Schaden gehabt. Dort habe ich hier großzügig USB reingelegt. Das Ganze wurde von unten auch noch gedämmt. Und im hinteren Raum war dasselbe. Aber hier wurde wegen dem Höhenausgleich der gesamte Boden mit USB ausgelegt. Lässt sich jetzt wieder ganz gut laufen. Das Restliche, das ist ja hier so, so ein Echtholzparkett oder sowas, war das ja mal. Und da wird jetzt einmal drüber geschliffen und dann bekommt das Ganze irgendwie Farbe. Da lasse ich mich noch mal ein bisschen inspirieren und dann schauen wir mal. So gesehen schon recht weit gekommen. Allerdings habe ich noch was geschafft, und zwar die Wände sind zu. Lage schon mal gespachtelt, damit die ganzen Löcher zu sind. So, wie gesagt, alles ein bisschen vorgespachtelt. Sieht ein bisschen wild aus, weil ich hier ziemlich viele Schrauben drin habe, aber das hat auch einen Grund. Und zwar habe ich hier hinter der Wand die ganzen restlichen USB-Platten verbaut. Das heißt, wenn ich jetzt hier was hinhängen will, dann geht das durch die Rigips direkt in eine USB-Platte rein und das sollte stabil genug werden. Vielen Dank auch für die, die mich abonniert haben, für das Kommentar schreiben. Sowas motiviert natürlich. Wer mich noch nicht abonniert hat oder mich noch nicht auf Instagram folgt, die Links sind alle unten in der Beschreibung drin. Und wir stehen kurz vor den 1000. Abonnenten. Deswegen ruhig weiterempfehlen, abonnieren und so weiter. Alles kostenlos, ihr geht da keine Verpflichtungen ein. Würde mich echt freuen, wenn euch das Video gefallen hat, und wie gesagt, wer mich jetzt noch nicht abonniert hat, abonnieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen schönen Montagabend noch. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt, und in diesem Sinne, bye!